30 Grad in Mainz, die Sonne lacht, bestes Fußballwetter und dazu endlich wieder Heimspiel. Erstes Heimspiel der Saison, ich bin natürlich am Start, neuer Stadion-Vlog, Mainz 05 versus Union Berlin. Seid gespannt. Ja Leute, ich bin auf dem Weg, ich schlender hier bei bestem Wetter, es ist wirklich fast über 30 Grad, schon fast zu warm für den Schal, aber ich trage natürlich trotzdem nur ein bisschen runterhängend, damit ich nicht so ganz viel schwitze. Heute geht es gegen Union Berlin, endlich wieder Heimspiel nach zwei Auswärtsspielen. Ich will mich da nicht beschweren, ich meine, wir haben die zwei Auswärtsspiele gerockt, auch gegen Bochum, geiles Spiel am Ende gewesen, falls ihr den Stadion-Vlog verpasst habt, der ist jetzt da oben eingeblendet. Ja, es wird schwer gegen Union Berlin, wir haben eine Negativbilanz gegen die, aber heute spielen wir in unserer eigenen Festung und da wird alles besser. Ich meine, Union Berlin ist jetzt nicht der beliebteste Name in Mainz, viele verbinden das mit der Saison 2001, 2002, zweite Liga, 34. Spieltag, als ja, Union Berlin uns die Aufstiegsträume kaputt gemacht hatte. Also nicht ganz so beliebt hier, es wird ein hitziges Spiel, glaube ich. Ich freue mich drauf, viele von euch sind auch relativ zuversichtlich, dass wir das heute hier rocken können. Ich habe auf Instagram gefragt, viele hohe Tipps, teilweise 5-0 für Mainz, also ihr seid da zuversichtlich. Ich bin es auch. Ein 5-0 wird es, glaube ich, nicht. Mein Tipp gibt es später in der Arena dann. Aber es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Es verspricht, ein spannendes Spiel zu werden. Und ja, hoffentlich beweisen wir auch in dieser Saison wieder, dass wir heimstark sind. Also, ab geht's in Richtung Mewa Arena. Ich mache mich jetzt mal so langsam der Meute hinterher und dann freue ich mich so sehr aufs Spiel. Das glaubt ihr gar nicht. Ich habe mir ein kühles Bier geholt. Ich glaube, bei der Hitze das Beste, was es gibt. Muss nicht schmecken, muss nur wirken. Ihr kennt es, aber hier schmeckt das Bier sehr, sehr gut. Leider ein bisschen teuer geworden. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr zu den Bierpreisen hier in der Mewa Arena haltet. Ist ja irgendwie so 30 Cent teurer geworden oder so. Spieltagsbrille ist auch schon aufgesetzt. Und ich glaube, es ist Zeit, auf die Ausstellung zu gucken. Ich habe schon ein bisschen genutzt. Also ich habe schon mal ein bisschen kurz drauf geschaut. Das ist unsere Ausstellung. Karin Onisivo im Sturm, der Doppelpacker aus Bochum. Ingwertsen auch mal von Anfang dabei, da freue ich mich sehr. Ich sehe den sehr, sehr gerne spielen. Hashtag Dreierkette, Hashtag Fünferkette dann. Und das allererste Mal heute auf dem Feld mit der Binde, unser neuer Kapitän Silva Widmer. Ich bin sehr, sehr hyped aufs Spiel, ich freue mich. Sehr, sehr offensive Ausstellung. Ja, und nochmal kurz auf Union Berlin geguckt. Siba Dieu, ich habe es gerade eben angesprochen, sehr, sehr starker Stürmer. Und Geraldo Becker auch dabei, sehr, sehr schnell. Also da müssen wir extrem aufpassen. Und ein Fünfer Mittelfeld, also die wollen es echt wissen. Wir müssen versuchen, die Mitte, glaube ich, zuzumachen. Und wenn wir das hinkriegen, dann bin ich hier sehr, sehr zuversichtlich. Und bevor ich es vergesse und weil es mir gerade so gut geht, haue ich auch direkt meinen Spieltagstipp raus. Ich habe ja euch, wie gesagt, viele gefragt und jetzt kommt gerade die Union Berlin wieder raus. Schluss, damit die Arena noch mal richtig bebt am Ende. Wir gewinnen das Ding 2-1. Mein Tipp, wer die Torschützen sind, 1 Karin Onisivo und 1 Ingwertsen. Wieso nicht? Burkhardt fehlt ja leider noch, aber die beiden können es aufwischen und es wird ein geiles 2-1 und ein geiles Spiel hoffentlich. Ich freue mich aufs Spiel und setze mich jetzt mal so langsam auf meinen Platz, trinke mein kühles Bier und ja, schwitze die Hitze ein bisschen aus. Also, ab geht's. Ihr wisst Bescheid. 2-1, Mainz 05. So Leute, die Kurve füllt sich, die machen auch echt schon echt geisteskrank Lärm, aber so gehört sich das ja auch hier in Mainz. Die Stimmung ist gut und bevor es losgeht, wollte ich nochmal was loswerden und zwar einfach ein großes, großes Danke an jeden Einzelnen von euch da draußen, die mich heute hier angequatscht haben, die heute mit mir ein Bild machen wollten. Es ist nicht selbstverständlich, also nicht, dass ihr das denkt, es ist für mich immer was ganz Großes auch bei euch zu sehen. Und ich bin super, super dankbar, dass es euch gibt. Wir sind echt eine geile Community. Wir wachsen immer weiter und weiter. Und wie gesagt, ich mache das für Mainz 05 und ich mache das auch für euch da draußen. Und eure Unterstützung ist echt geisteskrank. Und vor dem ersten Heimspiel wollte ich einfach nochmal Danke sagen. Und ja, es ist nicht selbstverständlich. Und jetzt geht's endlich los, Alter. Ich bin so wild auf dieses Spiel. Geisteskrank. Also, ab geht's ins Spiel. Thank you.
Wittmann-Kopfer nach der Ecke. Union Berlin leicht griffiger, da muss Mainz noch ein bisschen mehr ins Spiel kommen nach 15 Minuten gespielter Spielzeit. Aber jetzt kommt Lee, stürmt nach vorne. Lee!
So Leute, mittlerweile bin ich auf dem Heimweg. Heute war einfach nichts drin. Ich glaube 0:0 ist ein absolut gerechtes Ergebnis. Am Ende brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass es so ausgegangen ist, weil ich glaube, wir hätten auch noch 50 Minuten weiterspielen können. Mainz hätte heute kein Tor geschossen und Union Berlin auch nicht. Deswegen ist, glaube ich, 0:0 absolut gerecht. Wenigstens ein Punkt, wieder kein Heimspiel verloren und 0:0, also besser als verloren. Aber ja, mir fällt einfach nichts mehr zu ein. Es war ein absolut langweiliges Spiel. Es war seit langem, meiner Meinung nach, seit langem wirklich das schlechteste Spiel von den Mainzern. Die schlechteste Leistung auf dem Platz. Da geht deutlich mehr. Also Mainz kann deutlich, deutlich mehr. Aber heute haben wir es leider nicht gesehen. Also konnten sie es heute leider nicht auf den Platz bringen. So ist es manchmal. Damit müssen wir jetzt leben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Lasst es mich wissen mit einem Like, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und euch die Videos gefallen, dann lasst auch gerne ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Unsere Community wächst und wächst immer weiter. Ja, das war's mit dem Stadion-Vlog. Mainz 05 vs. Union Berlin. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin jetzt raus und gehe jetzt erstmal duschen. Also macht's gut. Ciao.